Für Vespa-Sammler Klaus Altenhofer aus Freisen geht es auf Tour. Ein Steinwurf über die saarländische Grenze nach Luxemburg. Nicht zum ersten Mal eines seiner Reiseziele. Vespa ist einfach meine Leidenschaft und komme auch viel durch dieses Vespa viel rum. Begrüßt direkt hinter Schengen von Weinbergen weit und breit. Der kleine Ort Windringen liegt am Fuße des Felsbergs. Einem beliebten Ausflugsziel für Wandertouren oder auf dem Rad. Gut befestigte Straßen bieten optimale Bedingungen. Auch kulinarische Touren sind möglich. In 10. Generation betreibt Familie Schumacher auf dem Berg Weinanbau. Für Rieslinge ist die Gegend besonders bekannt. Die außergewöhnliche Lage mit Blick ins Dreiländereck macht die Weine aus. Weil wir hier eine Voll-Süd-Ausrichtung haben, das heißt, es ist ein Kegel, der von West über Süd nach Osten dreht. Die Südlagen sind natürlich, dann bekommen die meiste Sonne ab und geben einfach super tolle Weine hervor. Und natürlich auch das Mikroklima im Tal, das spielt auch eine Rolle. Das heißt, es ist immer 1-2 Grad wärmer als im Rest vom Land. Ja, das sieht man in der Qualität vom Wein. Cremant ist der heimliche Favorit. Eine Sonderedition zum 310. Jubiläum des Weinguts. Spritzig erfrischend, Fernweh für Klaus. Es ist von der Vegetation fast das gleiche wie in der Toskana. Wenn ich hier runter gucke, sehe ich die Zypressen, ich sehe diese langgezogenen Bäume an den Straßen. Hier ist es noch schön grüner und fetter und die einzelnen Höfe. Luxemburg ist an der Stelle, steht der Toskana nichts nah. Sometimes when I'm down and all alone, oh, all I ever need is you. Auf den Straßen gibt es viel zu sehen und Natur zu entdecken. Aber Vespa-Fahren macht auch hungrig. Ein Restaurant wenige Kilometer vom Weingut entfernt ist der passende Ort für einen Stopp zur Mittagszeit. Neben dem Rathaus im Ort Remmerschen. Bonjour. Oh. Bonjour, bienvenue au Bistro Gourmand. Ok, voilà. Danke. Donc, votre table au bord de l'eau. Oh, bon. Et on va vous servir comme prévu des bonnes tartes flambées. Oh. Flammkuchen gehört zur luxemburgischen Küche, einfach und lecker. Geprägt von französischem Einfluss mit guten Portionen. Wir sind hier in einem Weingebiet in Luxemburg. Wir versuchen dann etwas salzigere Gerichte anzubieten, die gut den Wein begleiten, wie etwa Flammkuchen. Das Ambiente im Grünen und das gute Essen locken viele Menschen aus der Stadt, aber auch dem Saarland und Frankreich ins Bistro Gourmand. Von Dienstag bis Sonntag bietet das Restaurant seine Speisen und Getränke an. Unsere Philosophie ist es, nur mit frischen Produkten zu arbeiten, mit einem Hauch Pariser Brasserie. Und natürlich gibt es lokale Weine und Produkte. Wir haben alles etwas gemischt. Mir ist es aber wichtig, dass alles im Haus zubereitet wird. Einfach und schmackhaft, der passende Stopp für den Mittag. Kalorien kann man im Wasser abtrainieren. Der Baggerweiher in Remmerschen ist ein Naturfreibad. 6 € kostet der Eintritt. Die Badeanlage ist ringsum umgeben von einem Naturschutzgebiet. Hier kann man Vögel beobachten. Klaus hat mehr als 40 Vespas zu Hause aus allen Jahrzehnten. Für jede Tour wählt er weise sein Modell. Auf der gelben Post-Vespa ist er schon von Paris bis nach Nizza gefahren. Ich war mit ihr schon in Rom und bin auch in Umbrien viel gefahren mit meinen Freunden. Toskana sowieso. Ich liebe diese Vespa, weil sie einfach von der Farbe den Sommer schon mal gleich ausstrahlt. Und das Vespa-Feeling sowieso. Dolce Vita mit einer gelben, schönen Vespa durch die Stadt zu fahren. Da winken einem die Leute und die Kinder und die Mädels sowieso.
Das ist einfach herrlich. Das ist, und das macht sie ganz besonders. Wer Energie hat, kann den Tag in Luxemburg-Stadt abrunden. Etwa 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Urbanes Flair mit viel Angebot. Mit dem ÖPNV kann man in Luxemburg sogar kostenlos fahren. In perfekter Innenstadtlage gibt es das Dessert des Tages. Am Ziel. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Sehr ich grüße Sie. Ja, das ist doch eine schöne Überraschung. Aber schön. Ja, wunderbar. Ja, ja. Ich komme extra wegen den Madeleinen. Zeigen Sie mir, warum heißen die Madeleinen? Weil sie die Form haben von, wie damals eine Köchin hieß Madeleine, hatte keine Form gefunden, hat sie in den Jakobsmuscheln, in den Schalen von den Muscheln gemacht. Und deswegen heißen sie Madeleine. Sie haben auf der Rückseite dieses schöne Streifen von der, das kann man gut sehen. Lecker. Ja. Und so weich und so, wunderbar. Sterneköchin Lea Linster macht hier ihre lauwarmen Madeleines. 2 Euro pro Stück, perfekt mit einem Kaffee dazu. Ihr Sternehaus in Frisange betreibt mittlerweile der Sohn. Hier bleibt sie unter Leuten. Also die Stadt ist ja auch wunderschön, wenn man sieht, dieses romantische Tal mitten in der Stadt. Die Stadt ist ja zweigeteilt, ist ein wunderschönes Tal. Es ist einfach hier sehr herzlich und sehr schön. Und keine Angst, wir backen immer wieder neue. Danke. Danke. Ein aufregender Vespertag geht zu Ende. Es ist traumhaft, sehr, sehr. Die Menschen sind so offen und anpassungsfähig, herrlich. Ich finde das klasse.